Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute Santos mit Jazik. Bruder, was wird denn das für eine Kombo, bitte? Ey, Santos sowieso so eine geile Stimme. Ich meine, habe ich nicht viel drauf reacted, aber ich habe seine Musik früher viel gehört. Jetzt zwischendurch auch nur ab und zu. Aber sehr geile Stimme, über Jazik brauchen wir nicht reden. On top, der Mann, der ist am Explodieren, der Hype kommt, der verständlicherweise. Bin gespannt, wo der noch ganz hingeht. Die beiden zusammen Song. Bin gespannt. Also ich bin sehr gespannt. Das ganze Ding heißt Himmel leer. Einen kleinen Sneak Peek hat man schon gekriegt in den Instagram Lives, sag ich schon, Stories. War schon sehr nice. Deswegen gehen wir einfach direkt rein. 3 Minuten, was mich sehr freut. Auch ein bisschen überrascht. Aber gut. Wir schauen mal, was die Jungs da gezaubert haben. Let's go. Ich hab nach oben geschaut, doch da leuchtet nichts mehr. In meiner dunkelsten Nacht warst du mein hellster Stern. Und treff ich dich in meinem Traum, ist. Ich finde halt verrückt, so was Santos für eine Stimme hat. Das ist so eine krasse Stimme, die der generell hat. Also so anders einfach. Aber auch geil. Hammer. Ein Stich in mein Herz, du warst mein einziges Licht. Doch jetzt ist der Himmel leer, der Himmel Oh. leer. Hey, 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 Jazik, ey. Sorry, dass ich dich unterbrechen muss. Aber Bro, das hat schon gekickt, ey. Also, ich wusste nicht, dass die Hook so abgeht. Also, dass Nico Santos da so einen raushaut. Hilfe. Also, sehr geil, wie der das so langzieht. So dieses Wackeln in der Stimme wieder. Boah, sehr sexy. Ha, jetzt kommt er. Ich kenne nämlich so ein bisschen von dem Part und das ist. Deswegen, Augen zu und gib ihm. Da könnte sein, dass da kleine Träne rutscht. Weil, ja, wir gehen einfach Ich glaub, der Himmel ist schöner, seitdem du da bist. Ich versuch alles, doch es geht gar nichts. Seitdem du von meiner Seite bist, krieg ich Panik. Ich seh den Himmel nicht mehr, die Wolken dunkler als der. Ich mache weiter, ich tu, was ich kann. Ey, ich muss ehrlich sagen, ne? Jazik auf emotional. Boah. Junge, es ist geisteskrank, wie, wenn man genau hinhört, so mit Augen zu, wie der Mann einfach reinkommt und wie du dieses Zerrissene einfach merkst. Also er bringt so richtig geile Gefühle da mit rein, mit seiner Stimme und wie er die Wörter betont, aber auch die Power da reinsetzt. Jazik, Ich glaub, der Himmel ist schöner, seitdem du da bist. Ich versuch alles, doch es geht gar nichts. Seitdem du von meiner Seite bist, krieg ich Panik. Ich seh den Himmel nicht mehr, die Wolken dunkler als der. Ich mache weiter, ich tu, was ich kann. Doch kann ich schlafen, lass schon tagelang. Es fühlt sich an, als ob ich Gift in meinem Magen hab. Ich hoffe, du fühlst dich wohl und bist an einem warmen Platz. Ich habe Angst, dass du mich da brauchst. Wenn ich das. Junge, also reicht doch, dass du deine melodische Stimme emotional geil mitkriegst. Aber du musst doch jetzt nicht nochmal wieder langziehen. Oder was ist denn los? Hilfe, ey. Boah, geil. Aber das Geile ist auch so, hier ist nicht so. Okay, du guckst nur auf Jazik, gerade so jetzt so als Fan, ne? So wie ich es bin. So, du freust dich voll krass, wie der dich berührt und so. Mega geil. Aber du wartest auch so ein bisschen auf diese Hook gleich wieder, auf diesen Sprung, weil die beiden einfach so geil zusammenpassen. Lass nur wissen, ich würde alles tun, damit wir auch in einem anderen Leben vereinen. Ich hab. Boah. Ich dachte, der zieht jetzt nur einmal lang, aber danach, also das zweite Mal langziehen ist sogar noch geiler. Wenn man dann überlegt.
wie gesagt, dass es jetzt gleich direkt übergeht, dieser Übergang ist auch Wahnsinn. Ja, und das ist ein Song, der ist perfekt. Also jetzt schon, allein in den ersten 1,5 Minuten. Jetzt gleich mit dem Übergang natürlich. Wow. Schafft, fühlt sich wohl und bist an einem warmen Glas. Ich hab Angst, dass du mich da brauchst. Wenn ich das nur wüsste, ich würde alles tun, damit wir auch in einem anderen Leben vereinen. Ich hab nach oben geschaut, doch da leuchtet nichts mehr in mein... Das meine ich, der Übergang, der ist eigentlich so geil, ne? Weil du hast diesen Jazik, der so Power reingibt, aber dann auf einmal abfällt. Und das auch perfekt, so nicht wie das so bei manchen anderen Songs ist. Du hörst so diese Songs und du hast diese Power drin und dann kommt diese Hook wieder, die sich neu aufbaut. Also, ja, die einfach von null anfängt gefühlt, so wie hier jetzt. Das ist einfach perfekt gemacht. In der dunkelsten Nacht warst du mein hellster Stern und treff ich dich in meinem Traum, ist es ein Stich in mein Herz. Du warst mein einziges Licht, doch jetzt ist der Himmel leer, der Himmel leer. Ich find's auch geil, muss ich ehrlich sagen, was wir hier jetzt gerade hatten, ne? Dass du Jazik einmal kurz hörst, das ist geil gemacht. Gibt's so ein bisschen Gänsehaut nochmal, so einfach diese Stimme extra nochmal so kurz reingehört. Wow. Yes, yes. Alleine wie viel Power das hat, wie geil das ist, wenn es hier auf einmal reingeht. Das ist der Himmel leer, der Himmel leer. Doch ich sah kein Licht mehr. Ich hab nach Hilfe gefragt, doch ich war's wohl nicht wert. Baby, ich habe gedacht, du. Oh, ey. Einfach geil. Bleibst bis zum Ende meines Lebens lang da, aber du bist gegangen, du. Lässt mich für immer dein Jahr. Und auch wenn ich weiß, du bist jetzt an einem besseren Ort. Bin ich neidisch, ich will dich bei mir. Sag mir wo und ich warte dann dort, damit wir uns wieder vereinen. Ich hab nach oben geschaut. Wow, das ist auch geil. Also ich hab damit gerechnet, dass es wieder so ist wie im ersten Part. Also dass du der erste Part abflacht und dann geht's wieder, ne, dann baut sich das wieder auf. Aber das ist auch geil. Also wirklich, das ist ein Kandidat für erstmal auf 1, ne? Junge, ey. Bin ich neidisch, ich will dich bei mir. Sag mir wo und ich warte dann dort, damit wir uns wieder vereinen. Ich hab nach oben geschaut, doch da leuchtet nichts mehr. In meiner dunkelsten Nacht warst du mein hellster Stern. Und treff ich dich in mein Traum, ist es ein Stich in mein Herz. Muss halt ehrlich sagen, diese Hook, die erinnert mich an irgendeinen Song, den es schon mal irgendwo gab. Also auch gerade so am Anfang, wo wir den am Anfang gehört haben, da dachte ich so, hä, irgendwoher kennst du das? Aber Santos macht das so geil, aber auch wieder so auf seine Art, dass es halt einfach sein Ding ist. Gerade auch so mit diesem einmal, wo der hochgeht. Boah! Was mein einziges Licht, doch jetzt ist der Himmel leer. Ich liebe das. Ey, ganz ehrlich, das ist ein verdammt geiler Song. Also ich wusste jetzt nicht, wie ich anfangen sollte. Irgendwie ist oben die Wörter hängen geblieben. Aber dass sie das hier am Ende nochmal haben, ist mega geil gemacht. So, weil auch zwischendurch so zu sehen, wie Jazik den so vibet und wie Santos zu dem Song vibet, ist mega geil. So, du siehst einfach, dass es eigentlich zwei unterschiedliche Menschen sind. Jazik hat einfach so dieses, er hat einfach dieses Neumodische, sag ich mal, so, was ja viele machen, so, wenn du irgendwie drin bist, irgendwie viben willst, du tanzt halt irgendwie so ein bisschen mit den Armen oder so und der führt halt so diesen Beat
Und Santos ist so, ja, okay, ich fühle also diese Emotion so ein bisschen mehr. Nicht, dass Jazik die Emotion nicht fühlt, Bro. Der hat in den Parts abgerissen, gar keine Frage. Aber so, es ist halt geil zu sehen. Du hast so mit Santos so einen ruhigen und Jazik so am Abgehen. Mega geil. Aber Jazik auch nicht zu viel am Abgehen. So, dass du denkst, so, ja, okay, Bro, du bist ganz falsch da irgendwie. Das Video ist, das ist falsch. Sondern es passt einfach. Es ist so, nicht viel Bewegung. Natürlich ist es auch so mit der Verlangsamung von den Videos und also dem Edit mit Licht und so. Mega geil. Geisteskrank. Also Real Talk, das ist... Boah. Also man hat ein bisschen ja schon gehört gehabt und da war es schon so, okay, gut. Das Ding kann nach vorne gehen. Aber ich muss halt sagen, wenn man das ganze Ding jetzt hört, geisteskrank geil. Erstens, mega geil, dass es 3 Minuten geht. Dass ich das sagen muss, ist schon eine Farce, aber ist einfach so. 3 Minuten 10, oder sagen wir 3 Minuten, ja, 3 Minuten. Mega geil, du hast 2 geile Parts von einem Jazik, der total abreißt, der zeigt, dass er dieses Emotionale voll drauf hat. Ein Santos, der die Hook mega geil zerstört. Mit seiner sowieso einzigartigen Stimme, aber auch so mit diesen Langziehen und mit dieser hohen Stimme, was mit Jazik's Parts perfekt zusammenpasst. Und dann eine richtig geile Melodie und ein Beat hinter. So wie sich das so aufbaut, wie ich ja schon sagte, ne, mit den Parts und alles. Wow. Wow, 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 ey. Also Real Talk für mich. Einer der besten Songs, die ich dieses Jahr gehört habe. Also... wahnsinnig. Ne? Und da muss, ob man jetzt sieht, so von wegen, ja, okay, gut, du bist ein Jazik-Fan, bla bla bla. Aber das juckt ja eigentlich gar nicht, weil man muss ja anerkennen, dass das Ding ein totales Brett ist. Von allen Sinnen her. So wie gesagt, Jazik reißt ab, Santos reißt ab, du hast eine krasse Melodie und der ganze Song hört sich mega geil an. So, und du kannst auch in deine Feelings damit gehen. Ist so ein geiles, ist halt wirklich so ein geiler Frühlingssong. So, weißt du, so dieses, du bist noch so ein bisschen down so, aber es blüht halt so auf und das hast du so durch diese Hook und halt auch durch diese Melodie und Beat. Mega geil. Also wirklich sehr geiles Teil. Oh, das wäre halt geil, wenn man mehr von den beiden kriegt. Ne? Da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Aber sonst hören wir die uns auch noch einzeln an, wie der sowieso was kommt. Da bin ich dann auch gespannt drauf und dann sehen wir uns da wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.